Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Legendary Edition. Und ja, wir sollen jetzt für den Bellaforte, oder wie auch immer er heißt, Hinweise rausfinden, wie man das Schloss seiner Tochter theoretisch knacken könnte, weil sie wohl irgendwie überall Hinweise hinterlässt. Ja, und ich denke, das machen wir doch erstmal, oder? Einmal in dem roten Riesen, wo es in der Bücherei steht, oder wie auch immer dieses Buch heißt. Und zum anderen an dem Ort, wo sie sich mit ihrem Liebhaber getroffen hat. Den sie eine Woche vor ihrem Tod durch Fleischschmarrn kennengelernt hat. So, so, hier ist das eine. Das andere Tor, okay. So. Herzland. Einen der beiden Hinweise muss ich halt zuerst finden. Das ist, klar. Ich denke, das wird eine leicht entspannte Quest. Ja. So, Herzland sind wir jetzt. Hallo. Ja. Gut. Hafentor. Okay. Wie weit ist denn dieser Ort weg? Huh. Okay. So, ist ein bisschen... Kriege ich hin. Jo, mach ich. Namens. Ich frage mich, kann ich die Leute hier beklauen? Groschen, ne? Hallo? Brause! Brause. Ich hätte überall gesehen, ne? Hallo. Muss dich nicht wundern. Schade. Na? Hallo. So, Geld ist ja nie schmutzig, also finde ich, deswegen kann ich das auch immer gut klauen. So. 20 Groschen, warum nehme ich die nicht mit, ne? Man haben oder nicht haben. Hier ist Geld ja eh eher knapp. Ich nehme ja auch alles sonst auch mit, was irgendwie Geld bringt und nicht so wenig wie Einzelteile. Ich denke, wenn ich eher an den Strand gehe, ist es sinnvoller, oder? Ist ein romantischer Ort, muss man sagen. One Hit! Oh, Eisenerz. Ich will ja eigentlich nur Diamanten abbauen. Das ist mein Grund, weshalb ich die immer nutze. Die Erze. Eine Eispranke. Länger nicht mehr gehabt. Direkt mal essen. So. Ja, hier ist die Höhle an der Königsbucht. Wunderbar.
Romantisch. Okay. Irgendwie sieht das gefährlicher aus, als ich dachte. Wow, das ist nicht so romantisch. So. So. Ah, ah, so, das Spinnengift nehme ich mit. Es ist leicht und bringt ein bisschen Geld. Jau. Ich glaube, ich muss mich so demnächst langsam auch mal auf gewisse Mengen. Alla. Von wie heißt das Zeug nochmal? Seelenstein. Spezialisieren. Dass ich die mal sammle. Oder direkt einsetze, je nachdem. Weil meine Waffe ist ja verzaubert, deswegen. Ja. So. Anhänger des Bollwerks. Dietrich auf 4 Stück. Eieiei. Das hat sich gelohnt. Ja. Scheiße. Aber in Schutthollen sind immer wertvolle Dinge drin, wie Schmuck. Magierfilterring, okay. Ja, gut. Okay. Puh. Ja, so gefährlich ist die Quest nicht. So. Ist noch eine Eispranke. Ein Rucksack. Enzyklopädie Arcania. Inschrift. Vorsichtig tastet ihr den Baumstumpf ab und werdet prompt fündig. Auf die Rückseite sind die Buchstaben unten, oben, links eingeritzt. Achso, haben wir ja schon. Was? Kann man auch mal machen, so eine schöne Quest. Doch. So. Ich kann die Eispranke gerade mal essen. So. Perfekt. Ah, so hell. So. Ab zurück nach Ark, ins Adelsviertel. Und dort geht es dann weiter mit den Sachen, die wir finden sollen von der Tochter Bella. Bella ist auch so ein schöner Name, wie ich finde. Okay. Magister Novizen. Kann ich euch beklauen? Irgendwie. Ich bin ja gerade so auf Tour, deswegen. Die Akka-Bibliothek. Da kann ich bestimmt den. Ah, den Bibliothekar beklauen. Oh, Bücher. Mythen und Legenden. Was, was, was? Den blinden Schürfer finden und bezwingen. Okay. Gut. Alter, hier sind so viele Bücher. Gut, das ist eine Bücherei, ne? Ist jetzt
jetzt gerade eher dumm gewesen. Alter, was ist das denn? Ich werde die alle irgendwann noch lesen, ne? Das wisst ihr. Die Riesenechse haben wir schon. Da muss ich nicht nochmal. So, das Fundament. Huch. Was zur Hölle? Das. Also ich hoffe, das ist kein so ein Piepser, wie bei Büchereien halt eben üblich. Wobei, ich weiß nicht, das wissen manche vielleicht nicht. Die meisten dieser Dinger sind ja fake, ne, bei den Büchereien. So. Die da drin sind. Ah, Assassin's Creed 3 kann nur gespielt werden. Super, danke. Danke für diesen Hinweis. Der hat mir das ganze Spiel gerade zum Laggen gebracht. Okay, so. Mondscheinballaden. Ihr durchblättert den Gedichtband. Jetzt dauert nicht lange, da werdet ihr, finde ich, auf der letzten Seite befindet sich ein Hinweis. Rechts unten, links oben. So, ich kann dich eben mitnehmen. Gut. Das ganze Essen. Noch mehr Bücher, noch mehr Bücher. So, Kelche, noch mehr Bücher. Ich bestehe hier die ganze Bücherei, ne? Hei, ei, ei. Oh, da sind ja noch Bücher. Ne, so gut bin ich noch nicht. Scheiße. Naja. Hätte ja klappen können. So. Aua, mein Arsch. Ich muss in jedem Falle auf den Marktplatz, oder? Hä? Habe ich doch schon gemacht. Ich gehe noch mal rein, aber ja, nee, da ist es nur. Das ist wohl ein Bug. So, den Kelch will ich nicht mitnehmen. Was habe ich hier aus Versehen mitgenommen, was ich nicht wollte? Wein war das. So. So, auf den Marktplatz gehe ich noch gerade kurz vorher. Muss ich eh hin, okay. Lade ich nämlich meine Bücher ab, wenn die geklaut sind, dann lege ich sie halt ab irgendwo. Ich kann jetzt eh nichts verkaufen um die Uhrzeit. Da sind meine Bücher. So, das habe ich doppelt. Das. Das hier, das hier. So. Das habe ich gelernt. Okay. Es ist ja Nacht. Ich kann auf Diebeszug gehen. Sehe ich gerade mal so. Schild der Stadtwache 0%. Ja, wow.
Ich geh mal gerade wirklich auf die Bistur. Alter. Jetzt ist vorbei. Gut. Vielleicht sollte ich dann nicht so einbrechen. Das wäre vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ne? Fleischerei, Geselle. Nee, ich will in die guten Häuser einbrechen. Und die guten Sachen klauen. Ne, das klappt nicht. Dann gehe ich halt ins Fremdenviertel, da sind auch viele Leute. Ich habe ja noch so 3-4 Minuten bei der Folge, bis ich dann zu dem Typen muss. Der wahrscheinlich auch wieder 3-4 Minuten redet, okay. Oder meinst du es einfach in der nächsten Folge und macht die bis für jetzt noch? So ist das ein guter Weg. So. Ei. Da ist eine Bar. Wer seid ihr, Reisende? Ah, hallo. Ein Arbeiter auf der Arbeit beklauen. Hätte ich nie getan. Echt, also wirklich. Eisenbarren. Gut. Habe ich Eisenbarren gemacht? Dann gehe ich halt in die Schraubehut und Fusch AG und beklaue diesen Typen da. Der ist mir eh sehr unsympathisch gewesen. Alter, und ich nehme warmen Apfelkuchen mit. Und anderes Essen, was hier so rumliegt. Ich glaube, Fahrt 8 habe ich tatsächlich noch nicht. So, der Arbeiter. Habt ihr Geld? Ah, 5, da lohnt sich das Risiko nicht. Ab geht's in die Schraubehut und Futscher geht in den Geschäftsraum vielleicht. So, 20 Groschen wieder mal. Easy mitgenommen. Oh, hallo. Buchhalterin. Ah, die haben Schlüssel. Das ist gut. Lesen Einnahmen. Kann ich nicht. Okay. Bücher. Psionik, okay. Geschlechter von Ark, erste Schritte. Bitte sag nicht, ich hab den schon. Doch, das ist der. Den hatte ich schon gelesen, okay. Nur wenn dieser neue Questmarker kommt, dann. Den Geschlechter von Ark habe ich auch schon gelesen, ne? Ja. Oh. Das ist hallo. Silbermphore Bücher, noch mehr Bücher. Habe ich alles schon gelesen auch. Der Aufbruch. Bücher. Der Krake. Werkzeugkasten. Ich will Gold klauen eigentlich.
So, ich habe ja den Schlüssel zum Glück. Aber es hat sich auch nicht so mega gelohnt, irgendwie. Ein paar Bücher habe ich, ja, aber. Hallo? Was ist das denn? Von wem werde ich da beobachtet? Von der Ziege oder was? Eieiei. Da ist eine Trankstube. Kann ich nicht einbrechen. Ich brauche die Schlüssel vorher. Ich werde ja eins mit der Nacht hier, aber wo sind die Wohngebiete? Wo die Häuser sind, wo ich einbrechen kann? Ui. Das ist meine große Frage. Weiß ich nicht. Oh. Wieso habe ich da was? Okay. Die ganzen Spinnengifte, ja, klar. Zwei Lauten und Eisenbarren. Aber beklauen kann ich ihn auch irgendwie nicht. Ich will ins Südviertel, Myranturm, Adelsviertel. Da will ich hin. Da sind doch die ganzen Wohngebiete. Ah, jetzt wird's doch eine Überlänge mit dieser Diebestour. Eieiei. Eigentlich ist es am sinnvollsten tagsüber die Schlüssel zu klauen. Und dann nachts und dann nachts die Häuser. Ach, er hat gar nichts. Eine Adelige, Adelige, die haben aber irgendwie nichts. Bürger hat auch nichts. Okay. Ein Wächter. Benötigt einen Schlüssel. Jerais Haus. Oh, der Typ hier. Naja, diese Maschine. Ich erinnere mich noch. Hab ich hier auf dem Boden verteilt. Super. Ich habe noch die ganzen Bücher dabei, ne? Ja. Kann ich eigentlich fallen lassen? Brauche ich ja nicht. Habe ich ja schon gelesen. Sogar eindeutig. So, irgendwie ist der Diebeszug bei weitem nicht so erfolgreich, wie ich, ja, gehofft hatte.
Aber da könnte es was werden. Ich muss nur irgendwie hier einbrechen. Wisst ihr was? Ich lasse das einfach. Ich lasse das, gehe jetzt ins Fremdenviertel und wir sind jetzt in der nächsten Folge, wo ich dem die Kombination gebe. Ich sehe schon nicht. Das ist übrigens auch, ich mache ja nie Folgenende während eines Ladescreens eigentlich, zumindest nicht extra oder meistens nicht. Ich habe mal so geguckt auf YouTube, wie lang so die Let's Plays von Enderer sind. So im Schnitt, im Maximum, also der höchste Peak war so 200, 210. Ich glaube irgendwie, bei mir wird das halt auf 300 gehen. Also wenn wir bei Folge, also bis Folge 1000 will ich auf jeden Fall raus sein. Das ist lustig, wenn ich davon rede, während ich in Folge 643 bin. Aber bis Folge 1000 will ich auf jeden Fall nicht mehr in Enderer sein. So, bis zur nächsten Folge und tschüss.